Guten Tag, ich möchte Sie ganz herzlich einladen zum Deutschen Allergiekongress 2019 nach Hannover. Wir führen diesen Allergiekongress ja schon seit vielen Jahren durch und können wie immer auf bewährte Elemente zurückgreifen, die wir auch in diesem Jahr anbieten. So werden wir das Curriculum der Allergologie in aktualisierter Form vorstellen. Diese Reihe, die am Freitag und Samstag stattfindet, richtet sich an klinische Kollegen, die die wichtigsten Krankheitsbilder und die wichtigsten Therapien und diagnostischen Maßnahmen in der Allergologie in aktualisierter Form komprimiert noch einmal hören und diskutieren möchten. Und diese Reihe heißt Allergo Basics ab 2019. Dann gibt es wie immer ganz aktuelle Symposien zu ganz unterschiedlichen Themen in der Allergologie, die wir Allergo Kompakt nennen. Es gibt die interaktiven Seminare in großer Zahl, Allergo Active genannt, und ein Novum 2019 in Hannover am Donnerstag, eine kleine Reihe, die wir dort neu installieren und ausprobieren mit dem Titel Allergo Science. Hier möchten wir auch die experimentellen Wissenschaftler und die klinischen Wissenschaftler aktiv einbinden und neueste Forschungsergebnisse sowohl aus dem Labor, aber auch aus der Translation und der Übertragung in klinische Studien aktualisiert vorstellen und diskutieren. Und hier laden wir auch alle ein, aktive Beiträge einzureichen. Die Abstract-Einreichung ist offen. Bitte schauen Sie auf die Website www.dgaki.de oder gehen Sie direkt auf die Kongress-Website und beteiligen Sie sich aktiv, wenn Sie möchten, mit einer Einreichung eines eigenen Beitrags. Ich freue mich, Sie zusammen mit Herrn Dr. Ott, der zusammen mit mir den Deutschen Allergiekongress organisiert und als Präsident leitet, im September in Hannover begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.